Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum großen Cash King Celebrity Special und wir haben ja Megastars hier, also das ist ja unglaublich, wer alles hier ist. Daniel Coleman, Dan Case, Jungle Man und natürlich auch dieser junge Mann, Philipp Grüssem. Hallo. Erstmal nochmal gut, nochmal die Handschütteln haben wir gerade zwar schon gemacht, aber nochmal ist immer gut. An dich erstmal die Frage. Rack, Charity und Kings Casino, das ist ja hier bei diesem Celebrity Special eigentlich ja, die große Verknüpfung. Wie kam das zustande auch? Ja, das kam einfach in Malta, haben wir ja glücklicherweise den Award gewonnen, Charity Initiative of the Year mit RAC und zufällig hat Leon den Award gewonnen für Business Person of the Year und ja, danach haben wir uns überlegt, dass man das da zusammen verbinden kann und ja, bin ich mega happy. Wir haben jetzt die Charity Box hier aufgestellt, jeder kann da einwerfen und Ende Juli ist dann das erste RAC Summer Festival hier und ja, ich bin wirklich happy, dass das so zustande kommt und ich denke, Kings ist da so ein Vorbild für andere Casinos auch. Ja, bei RAC Summer Festival übrigens, da werden die kompletten Fees, die kommen der Stiftung dann zugute. Vielleicht kannst du uns auch noch mal ein bisschen erklären, wo dann die Gelder auch hinfließen, weil ich habe gehört, ich habe mit Igor mal kurz gestern live in der Kabine gesprochen und der meinte, man kann selbst entscheiden zwischen verschiedenen Charity-Projekten, wenn man was spenden möchte. Ja, genau. Also die komplette Rake von diesem Summer Festival geht an Rack, also noch ein Grund mehr zu kommen hierhin. Checkt out auf der Website rack-charity.org. Und da sind alle unsere Charities gelistet. Ich glaube, 6 sind es jetzt momentan. Und die gehen ein bisschen in verschiedene Richtungen, aber alle haben halt die Gemeinsamkeit, dass sie alle gut durchüberlegt sind, dass es Sinn macht, dass das Geld gut angelegt ist und dass man für das, was man spendet, auch möglichst am Ende auch wirklich Leuten hilft und das nicht verschwendet wird. Wie kamst du da drauf? Beziehungsweise Igor, Liv und du? Wie seid ihr drei darauf gekommen, jetzt hier sowas zu gründen, so eine Stiftung? Ja, das kam über diese Effective Altruism Bewegung. Könnt ihr euch auch gerne mal angucken. Ich habe eine Stunde so ein Video gesehen und danach war ich überzeugt. Also es ist wirklich faszinierend. Ich habe bis jetzt noch mit keinem Menschen geredet, der nicht nach 20 Minuten, nachdem ich mir geredet habe, vollkommen davon überzeugt war, dass es mehr Sinn macht, es Charity in diesem Sinne anzugehen. Und ihr wisst ja, wie schwer es ist, Leute zu überzeugen von irgendwas. Ja, jeder hat ja, weiß ja am besten, was so richtig ist und falsch. Ja, und ich bin auch nicht der überzeugungskräftigste Mensch und ich habe noch kein einziges Mal, dass ich nicht denjenigen überzeugt hatte. Und das liegt einfach daran, dass die Argumente einfach zu gut sind und dass es zu offensichtlich besser ist als die anderen Charities. Ganz einfach. Ja, 100% von den Geldern kommen auch an. Da wird auch nichts mehr irgendwie von euch rausgenommen oder so. So habe ich das verstanden. Ja, also RAC an sich ist komplett, zweigt sich da nichts ab für den organisatorischen Aufwand, den wir natürlich haben. Aber wenn wir dann eine Multimillionen-Organisation geworden sind, wir wollen uns ja auch ausweiten auf andere Gebiete, Trading-Business, Tennis, was auch immer. Und wenn wir da einen riesen Apparat hinter haben, dann werden wir natürlich dann was abzweigen müssen dafür, aber jetzt im Moment läuft das noch alles so. Was gibt dir das, dass du dich jetzt so hier für den guten Zweck engagierst? Ach, das ist eine ganz einfach, ich glaube, jeder Mensch hat das in sich. Ne? Früher, wenn man in seiner Gruppe von Primaten gelebt hat, ja, da wurde der am meisten für die Gesellschaft getan hat, war der, zu dem alle aufgeschaut haben und der ein positives Gefühl hatte. Darum geht es ja eigentlich auch. Und wir haben das so ein bisschen verloren jetzt, aber ich glaube, noch jeder Mann hat es in sich, dass er eigentlich was zur Gesellschaft beitragen möchte. Und das ist natürlich jetzt super abstrakt und so weiter in der Welt, ne? Und wie man über Donations dann der Gesellschaft hilft. Aber im Endeffekt ist es genau dasselbe. Und das ist ein ganz inneres, primitives Gefühl, was man hat, wenn man was tun kann, dass man dadurch glücklich wird. Toll, toll. Also du würdest auch sagen, Geld macht auch nicht unbedingt glücklich, ne? Ja, Geld macht erwiesenermaßen nicht glücklich. Ich bin in der Happiness-Psychologie auch finanziell involviert. Es macht einfach bewiesenermaßen nicht glücklich. Spenden macht bewiesenermaßen glücklich. Und was machen die Leute?
nichts. Ja. Versuchen immer weiter Geld zu chasen, ja, und laufen in der Welt herum und versuchen alles Mögliche, versuchen das Geld zu bekommen. Wenn sie es dann haben, sind sie immer noch nicht glücklich. Geld macht nicht glücklich, die Leute verstehen das. Jeder schüttelt den Kopf und sagt ja, ja, aber es ist was anderes, das zu verstehen und das innerlich komplett verstanden zu haben. Ja. Und mir kommt so vor, als wenn jeder erstmal eine Million machen muss, um das innerlich zu verstehen, dass er das nicht braucht. Und vorher ist jeder unglücklich. Das sind wahre Worte hier von Philipp Grüssem. Können sich viele vielleicht auch mal eine Scheibe von abschneiden und sich mal Gedanken darüber machen. Jetzt kommen wir aber noch zum Thema Celebrity Special. Ihr habt ja hier auch mega Spaß. Ich meine, gestern, erster Tag gelaufen hier, 3 Tage stehen hier an. Mhm. Wie lief es bei dir? Wir haben dich gestern in seinem Feature Table noch nicht gesehen. Ja, ist natürlich mega cool hier. Wir haben, glaube ich, jetzt komplett die 3 Tage 2 High-Stakes-Tische durchlaufen. Das gibt es kaum irgendwo auf der Welt. Und ist natürlich für mich auch super geil. Ne? Man muss nicht auf eine Warteliste, man sitzt sich ran an den Tisch. High-Stakes-Action, man kennt jeden am Tisch. Wirklich, also da ist auch schon so ein bisschen so die Dynamik, die Geschichte und also macht schon Spaß. Ne? Daniel Coleman, ja. Hast du die dann auch angeleiert quasi? Hast du da mal angerufen, hey, Daniel, you want to come, you want to join us? Ich habe 1-2 angerufen, aber größtenteils hat der Max sich darum gekümmert, ja. Und ja, das Line-Up ist natürlich schon mega cool, ne? Aber ich denke, wir können das als so eine reguläre Veranstaltung hier einbauen und dann immer mal wieder ganz interessante Leute hier ranholen. Was erwartest du dir persönlich von dieser Runde? Großen Profit? Ja, also ich hoffe natürlich, dass ich hier meinen Profit machen kann. Erster Tag war sehr gut, ne? Aber 3 Tage kommen noch hier, danach kommt Monaco und danach ziehen wir mal Bilanz. Ja, ich habe im Chat gestern, als angekündigt war, Philipp Grüssem, kommst auch schon, das ist ja schon seit Wochen angekündigt, war gleich das Thema im Chat mit deinem Bart. Was ist da? Den hast du noch nicht so lange, ne? Wie kam es dazu, dass du dir jetzt hier einen Bart wachsen lassen hast? Also erstmal kam das nur aus Faulheit, ne? Da war ich im Urlaub und hab mir gedacht, lass ihn mal wachsen. Gut. Und dann da habe ich irgendwann ein Spiel geguckt und dachte mir, gefällt mir ganz gut. Ja, ich muss da sagen, so die das Feedback ist bis jetzt noch nicht so toll. Also ist eher so 85% sagen, hast du noch einen Rasierer? Echt, ja? Ja. Auch die privaten, die Freunde und so? Ja, also echt, ja, jeder gibt seinen Senf dazu. 15% sagen, ist richtig gut. Du musst dich wohlfühlen. Ne? Und, ja. Warum nicht? Einfach trauen, ich find's gut. Ja. So, okay, Brad Pitt, Inglourious Basterds, oder wie der Film heißt. Ja. Ein bisschen ähnlich. Hab bestimmt auch schon der eine oder andere gesagt, ne? Ja. Ist auch schon selbst aufgefallen. Ja, ich freue mich. Ich sage vielen Dank fürs Interview. Wir freuen uns, dass ihr alle hier seid. Und wir werden natürlich auch sehen, wie du dich heute Abend noch schlagen wirst. Du wirst spielen. Was läuft heute Abend? Ja, ich werde später noch angreifen. Ich glaube 100, 200, so eine Runde Holder, eine Runde Omaha. Und ja, freue mich. Siehst dich auch vorne, oder? Gegen die Jungs. Ja. Gibt es irgendwie, oder so ein Ike Hexen, macht der dir nur Angst? Nee. Dir macht gar keine Angst. Angst hast du schon mal von gar keinem. Ja, Angst ist ja generell, braucht man doch nicht, ne? Respekt? So, ja, Respekt braucht man, ne? Aber Respekt und Angst ist ja zwei verschiedene Dinge. Also, aber man muss auch, ich finde, die Leute machen den Fehler, sie haben zu wenig Angst, ja. Also sie haben zu viel Angst vor den guten Spielern und zu wenig Respekt vor den schlechten Spielern. Ne? Also, das ist so ein bisschen das Problem, ja? Jeder Spieler, egal wie schlecht er ist, kann einen Move machen, der dich unerwartet trifft, wo du dann wegschmeißt in einem Moment, wo du es einfach nicht erwartet hast. Ja, klar. Und gegen jeden guten Spieler kannst du was machen, wo das genau dasselbe passiert. Ja, und ich glaube, da fehlt so ein bisschen das Gleichgewicht. Ne? Den einen auf so ein Podest heben und den anderen so runterheben, das ist einfach keine gute Herangehensweise. Wir sind gespannt, Philipp Grüssem, wie er sich schlagen wird. Und ich sag vielen lieben Dank. Und tolles Interview. Philipp Grüssem, vielen Dank.